Leute, wir haben diese Tür geöffnet. Und hier war doch noch mal was Fieses. Ich weiß das doch. Ich rieche das doch. Oh ja, seht ihr den da? Okay, wir müssen den loswerden. Ich könnte... Er steht da rum. Jetzt geht... Beweg dich doch nicht. Bleib da stehen. Genau so. Nein, 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 nein. Bleib da stehen. Also Leute, legt euch nie mit mir an. Sonst komme ich mit genau derselben Tätigkeit unter eurem Bett hervorgehüpft des Nachts. So. Ja, also der Typ und ich, ne? Wir werden nicht mehr Freunde. Wir werden keine Freunde mehr. Ist ja meistens so, wenn jemand mit dem Granatwerfer auf dich ballert, mit dem wirst du kein Freund mehr. Das Granatenwerferopfer, wo ist es? Da unten tummelt es sich. Es soll bitte stehen bleiben. Es soll bitte stehen bleiben. Da ist eine Ampel, siehst du die nicht? Die Ampel zeigt rot, Junge. Oh, danke. Yay, wir haben das Granatenwerferopfer zum dritten Mal in die Luft gesprengt. Der Typ ist auch, fühlt sich von der Welt gerade verarscht ein bisschen. So, da läuft jetzt so ein Spacken. Tschüss. Sein Tag ist jetzt echt ruiniert. Also spätestens jetzt ist einfach klar, das wird kein schöner Tag mehr, wenn du viermal in 1000 Haut- und Fleischfetzen zerballert wurdest, so dass man Gehacktes aus deinem Arsch machen könnte. Warum aus dem Arsch? Wir nehmen den schönen, glänzenden, goldenen Granatwerfer das fünfte Mal. Wir machen diesen Typen jetzt das fünfte Mal platt. Es ist ein Genuss. Es ist mir wie immer ein Vergnügen. So, wir warten, bis er da steht. Tschüss. Das Granatenopfer. Ach Mann, er tut mir so leid. Aber ich tue mir auch leid. Aber ihm nicht. Das ist das Problem. Aber ihm nicht. Ich bin so glücklich gerade. Ich kann meine Glücklichkeit gar nicht ausdrücken. Deshalb sage ich einfach Scheiße.